gentlemen. We are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde. Als neuen Zuseher begrüße ich den Regenbogen am Himmel. Ich begrüße auch meine lieben guten Zuseher. Und ich hoffe, dass ihr hier gut ins neue Jahr reingekommen seid. Es sind ein paar Wochen bereits vergangen. Zwei Wochen, drei Wochen, ich weiß es nicht. Ich bin immer ein bisschen durchgepeitscht, was hier Zeit im Allgemeinen betrifft. Ja, viel zu arbeiten, viel zu schaffen. Ohne dies und unabhängig davon. Das neue Jahr hält hier ein neues Update für uns bereit. Das ist die Version 0.31 von The Forest. Und meine Lieben, ja, Donnerlötzchens Kirchenscanner, ich weiß ja auch nicht, die Entwickler haben jetzt richtig mal durchgestartet. Mit diesem Update ist so einiges los. Ihr habt das auch gerade mal gesehen. Hier, Ende Absturzsequenz des Flugzeugs. Gab's ja auch eine neue Animation, ja. Die gibt es auch anderorts noch, ja. Das heißt, wenn ich hier in die Höhle geschleppt werde und ein bisschen, ja, aufwache, dann wieder aufstehe und so weiter. Da gibt's einen ganzen Haufen. Wir machen auch erstmal wieder Theoriestunde. Feuerwaffen geben jetzt wieder hier Licht an die Umgebung ab. Ja, das heißt, Umgebung, wenn was brennt, wird auch die Umgebung mit erleuchtet. Allerdings, ja, was sich hier viele wieder erhoffen, der Feuerstock, ja, der leuchtet leider nicht so viel aus, wie das auch bisher war. Ja, dafür, die Taschenlampe ist ein bisschen heller im Licht, strahlt auch ein bisschen breiter, was die Entwickler hier diesmal eingebaut haben, nach dem Spielstart. Ist, dass es nicht direkt möglich ist, sofort zu schlafen. Ja, ihr seht hier auch am Symbol. Das dauert ein bisschen, bis das vergangen ist. Ich sag mal ungefähr in der ersten Nacht kann hier wieder gut gepennt werden. Ja. Der eine oder andere kennt auch die Fliegen. Die sollen ja jetzt hier von toten Körpern, die am Boden liegen, angezogen werden. Ja, mag ein netter Effekt sein. Aber hier ist das Wichtigste im Gameplay. Kommen die Fliegen und hackt man hier einen Teil eines toten Körpers ab, ist die Chance extrem hoch, dass wenn man dieses Stück verzehrt im Spiel, ja natürlich, wir sind ja keine Real-Life-Kannibalen, meine Lieben, dass man sich hier eine ordentliche Infektion zuziehen kann, möchte, sollte, man weiß es ja noch nicht. Es gibt auch neue To-Dos, ja, besuche Höhle 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, ihr wisst Bescheid. Und viele andere Dinge, die hier neu auf die Liste kommen im Überlebensbuch. Auf der Insel, wo bisher keine Tiere waren oder auch weniger, gibt es jetzt Tiere oder auch mehr. Waschbären sind rein nur mehr nachtaktiv. Das ist mein Lieblingspunkt, ja, hier. Vögel geben jetzt auch Fleisch ab, wenn man die umbringt. Unglaublich. Worauf auch viele gewartet haben. Das Krokodil gibt jetzt nicht nur Fleisch ab, sondern auch eine Haut. Ja. Man möge nachsichtig sein, sag ich mal hier an dieser Stelle. Ich habe versucht hier die Haut vom Krokodil zu bekommen.
und dachte mir, das ist eine extra Haut. Ja, allerdings hatte ich hier irgendwie nur Lurchhaut im Inventar. Möglicherweise habe ich mich hier vertan, ja. Und es gibt eine extra Krokodilshaut, die dann im Inventar aufscheint. Ja, aber ich denke mal, das wird einfach eine Lurchhaut werden. Es ist auch in Ordnung, ne? Im großen Loch, ihr kennt das alle, das Mysterium, das große Loch, das hat jetzt auch eine Ausgangsplattform, inwieweit die aussieht, das sehe ich mir noch an. Vor allem möchte ich diesen Punkt noch ein bisschen für euch offen lassen. Ja, ein bisschen selbst erkunden, ihr kennt das. Der PS4 DualShock Controller bekommt jetzt auch eine Unterstützung, dass man mit diesem Teil hier im Spiel durch die Gegend laufen kann. Ja, und dazu natürlich allerhand Multiplayer-Änderungen, die ich an dieser Stelle nicht aufzählen werde. Womit wir jetzt beginnen? Theoriestunde ist wieder vorbei. Wir gucken hier in das Inventar. Im Inventar hat sich, im Inventar, was fasel ich denn hier? Wir gucken hier in das Optionsmenü, denn dort hat sich hier ein bisschen was getan. Es gibt einen neuen Punkt, der nennt sich hier Distanzschatten. Ja, das hier auch zu sehen, experimentell, die kann man ein- und ausschalten. Das sind hier die Schatten, die dann auch für Objekte auf eine weite Distanz, wo man sich eben gerade nicht befindet, dargestellt werden. Weiters ist es möglich hier, nur für den Multiplayer-Modus, darum steht hier auch MP hinten dran, die Spielernamen auszublenden. Finde ich ist eine gute Sache, ja. Oh Mann, ist das wieder laut hier mit der Musik. Ja, muss ich mal wieder ein bisschen lauter faseln oder einfach die Musik runterdrehen? So, ne, so geht das vielleicht auch. Mit der Musik ein bisschen runterfahren, muss ich nicht so laut schreien hier. Spielernamen ausblenden, nur im Multiplayer. Klar, sonst sind ja auch nirgendwo andere Spieler, bei denen Namen angezeigt werden. Viel gewünscht. Leute meinten, brauchen wir, müssen wir haben. Ist jetzt hier, finde ich gut. Der Schleichbalken. Das hier irgendwo da unten rechts, ja, sag ich mal jetzt. Der Schleichbalken, der lässt sich auch ein- und ausschalten. Wir probieren das auch mal gerade aus, ja. Wo ist der Schleichbalken? Nee, der ist ja gar nicht rechts unten. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wo der ist. Mir ist das Wurst. Ich schleich nicht rum. Wer das möchte, kann den ein- und ausschalten. Ja, gut ist. Das fällt dem einen oder anderen jetzt auf den ersten Blick nicht richtig auf. Hier gab es früher mal eine Option, die nannte sich Depths of Field. Ja, die Tiefenunschärfe. Oh Mann. Cinematische Sequenzen kamen hier zustande, wenn das aktiviert war im Spiel. Das sah richtig gut aus. Die Entwickler haben das rausgenommen. Die Option gibt es nicht mehr. Ja. Ob die zurückkommen wird und warum das Ding eigentlich weg ist. Keiner weiß es. Es gibt hier aktuell im Steam-Forum einen Thread, ja, der nennt sich Entwickler. Warum habt ihr das gemacht? Ist es kaputt? Bitte erklärt es uns. Bisher keine Antwort von niemandem. Ja. Neu im Überlebensbuch. Ich suche das jetzt auch mal raus. Ja. Wo ist das? Genau. Die heißen jetzt nicht mehr experimentelle Wände, früher mal, also im Englischen Experimental Walls. Die heißen jetzt Custom Walls, die Teile. Ja, ist einfach umbenannt worden. Finde ich, ist in Ordnung. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Zusätzlich gibt es hier für die Schädeldeckenlampe. Wo ist denn das Teil? Dekoration. Hier, Schädeldeckenlampe. Ja, ein neues Modell. Ich weiß ja nach wie vor nicht, wo man das eigentlich dran pappen kann. Auch das ist mir Wurst. Ja. Sieht dann, weiß nicht, schicker aus, hätte mir gerne mal angeguckt, aber ihr merkt, mir ist das eigentlich Wurst, ja. Man muss ja hier nicht immer alles bauen, sind wir uns mal ehrlich. So. Ja, wo waren wir denn eigentlich? Im Überleben. Ja, da waren wir nicht, ne? Das ist wieder ein anderer Film, du, meine Liebe. Komm, 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 wir laufen mal hier woanders hin. Mit dir will ich jetzt nichts zu schaffen haben. Ja. Ich pack mal hier auch ein Dynamit aus. Dynamit. Und auch wer hier wieder gut am Beobachten ist und The Forest kennt, sieht, dass das Zeug nicht direkt brennt. Das Feuerzeug ist eigentlich auch gerade mal direkt rausgeholt.
Und ich muss das anzünden. Das geht hier über die Taste L wie Ludwig. Schick wie immer bei allen Feuergegenständen. Ja, das macht aber auch ordentlich. Krach. Nö, komm mal hier. Obwohl, ja. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Können wir später nutzen, was jetzt hier gerade eben abgelaufen ist. Ihr werdet dann merken. Ja. Dynamitstange ist jetzt hier neu dabei, muss auch angezündet werden. Rein mal hier irgendwo hingeworfen, ist halt nicht. Ne? Was gewesen. Liegt einfach nur da und passiert nichts. Keiner will es gewesen sein, auf gut Deutsch. So. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. So. Ich nehme die Axt. Ach so. Einen kleinen Bug. Ja. Ihr seht, ich habe hier auch eine rostige Axt im Inventar. Ja. Oder auch nicht. Ihr seht das oder auch nicht. Aber die ist hier vorhanden. Die wird gerade mal eben nicht angezeigt. Willkommen im ersten, sagen wir mal, größeren Bug hier von der Version 0.31 in the Forest. Was ist damit neu? Und wir nehmen aber trotzdem hier mal die Flugzeugachs. Packen auch das Feuerzeug weg. Das brauchen wir hier zu diesem Zweck nicht. Ja, komm, geh mal hier, wenn anders verkloppen. Ich bitte dich. Ja? Danke sehr. Wunderbar. Ja? Manchmal hören die Frauen einem doch zu. Nee, das, ich habe nichts gesagt. Sind ja auch ganz lieb hier, die Mädels. Ne? So. Wir haben hier einen Baumstumpf und wer hier, sag mal, in letzter Zeit bei der Mod-AP gut dabei war, weiß, da gab es eine Zusatzfunktion. Die war hier Baumstümpfe entfernen. Ja, einmal hier das Modul in der Mod-AP aktiviert und man konnte hier unten dran hacken am Baumstamm. Irgendwann war der weg. Unter uns gesagt, ich bin ja der Meinung, die Entwickler haben sich das abgeguckt. Wir hacken hier auf dem Baumstamm drauf, ja, lassen unseren guten überlebenden Außenflugzeug auch ein bisschen kreischen. Ist ja auch eine ordentliche Arbeit und irgendwer möchte mich hier wieder überfallen. Ich möchte aber nicht überfallen werden, ich bitte dich. Ja, nein, habe ich ja gesagt, nein. Komm, mach mal die Fliege hier jetzt, ne? Ja, hihihi, ich fände das nicht lustig. Zieh mal von dann, bitte. Ich muss hier was demonstrieren. Gute Güte. Donnerlitzchens. Ja. Und weg ist der Baumstamm. Ja. Bricht hier in vier Teile. Und hinterlässt ein kleines weiteres Stümpfchen. Und dann ist das Zeug weg. Ja, ja, ja. Und nochmal hier. Ja. Aber nicht mit mir. Ja, wir gucken uns als nächstes an die neue Neuerung in The Forest, die sich nennt: Wir haben einen Knochenzaun und möchten, dass dieser anders aussieht. Die Entwickler sagen, wir haben dafür gesorgt, dass der jetzt hier besser aussieht. Ja, und nicht so wie vorhin. Sieht auch, natürlich, im Vergleich zu dem, was wir vorhin hatten, besser aus, nämlich wie ein richtiger Knochenzaun. Ich finde, das ist aber hier ein bisschen eine knochige Angelegenheit noch, ne? Ja, brauchen wir nicht länger drüber zu babbeln, ist gut, ja. Und der kommt hier auch nicht drüber, da kann er kreischen, wie er will. Ja, 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 mein Guter. Ja, hast du dich jetzt eingefangen? Ja, okay, nee, ich habe nichts gesagt. So. Was ist denn noch hier neu? Ja, oh, da... Ja, ja, gut, machen wir hier mal gleich los, ne? Ihr seht das, das ist ja jetzt, war das hier nicht mehr zu vermeiden. Der Baumstammschlitten bekam hier auch so ein schickes Fähnchen dran. Ehrlich, ich persönlich finde, das ist eine tolle Neuerung. Man findet das Teil immer, ich weiß, wie ich hier in Multiplayer-Sitzungen tausende Male hier irgendwo vorbeigelaufen bin am Baumstammschlitten, das Teil gesucht habe. Ja klar, das ist leer gewesen. Ich wollte das anfüllen. Und dann läufst du hier durch den Wald wie ein Bekloppter. Ja, wie der Hinz hier, der Fretz und Kunz, der hier rumläuft und sich verirrt. Bist du hier im Wald unterwegs mit zwei Baumstämmen, willst hier dein Baumstammschlitten aufladen und findest das Teil nicht mehr. Ich meine, was soll denn das, ne? Und die Entwickler meinten dann so, gut, die Spieler haben recht. Wir möchten nicht, dass sich die Spieler verlaufen die ganze Zeit, immer und immer wieder. Und wertvolle Spielezeit auch vergeuden, ne? Das ist ja auch zu berücksichtigen. Ich meine, das ist ja
Ja, fürchterlich teilweise. Ja, da finde ich es auch ein bisschen fürchterlich. Aber dem nicht genug. Auch hier, der erfahrene, findige und kundige The Forest-Spieler, dem wird aufgefallen sein. Das ist aber ein heftig geladener Wagen hier. Ja. Ja, hier passen jetzt 11 Stück Baumstämme rein. Und wer da hier nicht sagt, das ist mal eine geile Sache, sag ich so, Mann, du hast The Forest noch nicht genug gespielt, ja, dass du weißt, wie mühsam das teilweise sein kann. Ja. Und ich sag mal, dazu gibt es eigentlich nur eine Sache noch für den Baumstamm Schlitten. Oh, Menno, Schlitten, wo bist du? Hier ist er. Das Bild hier im Überlebensbuch ist auch ein bisschen neu gemacht. Ich kann jetzt hier wirklich, wenn ich hier nicht direkt einen Vergleich in ihm habe, ich sehe hier keine Änderung. Aber die Entwickler meinen, ihr neu gemacht. Ist neu gemacht, ne? Von mir aus. Im Inventar neu. Ich hätte das ja hier fast vergessen. Inventar. Wieso sage ich eigentlich wieder Inventar? Vorhin sage ich zum Optionsmenü Inventar, zum Überlebensbuch, jetzt Inventar. Es ist genug. Hör auf zu schreien. Der Lochschneider. Wir haben ihn in einer der vorigen Versionen kennengelernt. Der schneidet jetzt nicht nur Löcher in Böden, sondern auch in selbstgebastelte Dächer. Ich habe da noch nicht so ganz den Sinn dahinter entdeckt. Ja. Der läuft auch davon. Bei dem Thema weiß er auch nicht, was er sagen soll. Ja, unser kleiner, blutiger Waldaffe. Die haben ja auch ein bisschen weniger Energie. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das sind diese gruseligen, komischen Kannibalen, die haben ein bisschen weniger Energie. Ja. Aber ich sag mal so, lest die Änderung, das ist diesmal richtiger Haufen geworden. Ich habe das hier wieder versucht zu übersetzen, hier heute Vormittag. Das hat doch ein bisschen länger gedauert als erwartet, aber gut, unabhängig davon. Wir kommen zum letzten Punkt. Eigentlich sind das zwei. Ja, eigentlich sind das zwei Punkte hier in diesem Update. In Schneegebieten, wenn man hier rumläuft, sinkt man im Schnee ein und dadurch bewegt man sich langsamer. Ja, ist realistisch. Ne? Klingt für mich plausibel, sag ich mal. Nachvollziehbar. Und wem das nicht gefällt, der nimmt sich hier 5 Stück Stock und 2 Stück Stoff. Ja, oh, ich stehe drauf. 5 Stück Stoff und, 5 Stück Stock. Andersrum. 5 Stück Stock und 2 Stück Stoff. Und pappt sich hier einfach mal ordentlich Schneeschuhe dran. Ja, mit linker Maustaste drauf habe ich die ausgerüstet. Und ich habe da hier so schicke Teile hier. Ich lege mal auch die Axt ab. Ja, da legen wir die Waffen ab. Hier so schicke Teile unten dran. Ja. Sieht wirklich ganz nett aus, finde ich. Und damit lässt sich hier im Schnee ordentlich wieder laufen und gehen, ohne dass man einsinkt oder an Geschwindigkeit verliert. Meine Lieben, das ist ein ganzer Batzen Neuerungen hier. Ja, auch ein paar Wassertexturen. Irgendwas wurde hier bei den Wasserfalltexturen verändert. Ich sehe da auch nicht so wirklich eine Veränderung. Ohne einen direkten Vergleich, aber Wurst, ja. Einfach mal angucken, überall das ganze Spiel, guckt auch im Forum vorbei, ihr kennt das ja mittlerweile, forum.zweifelforest.net. Ja, ich bin die Axt im Walde, das war Was ist neu, in The Forest, in der Version 0.31 und ich sag mal, 2016 beginnt jetzt richtig, ich wünsche euch alles Gute für das Jahr, das wir hier gemeinsam wirklich ordentlich und gut angebrochen haben. Los geht's, alles Gute. Tschüss, das war's.